Die Schritte hinter dir kommen immer näher und näher. Was sollst du nur tun? Du siehst sie vor dir, ihr hasserfülltes Gesicht, das Messer in ihrer Hand, die dreckigen gelben Zähne, die stinkenden Lumpen. Aber sie ist alleine, die anderen sind zurückgeblieben. Vor dir kommen die beiden blau-weißen Schilder, die den Übergang in die Fußgängerzone markieren, immer näher. Dort kennst du dich aus und wenn es dir gelingt, Ingrid lange genug auf Abstand zu halten, werdet ihr beide auch außerhalb des Sichtfeldes der beiden Männer, wenn diese die Bibliothek denn überhaupt schon verlassen hatten. Du könntest Ingrid entweder abhängen oder versuchen, sie zu bekämpfen. Wie entscheidest du dich?